Der Pott kocht eben, und zwar nicht nur regionale Küche. Steffens Mitstreiter dürfte das sicher überraschen. Richtig ländlich. Hier sagen sich Fuchs und Hase, gute Nacht. Gute Nacht. Er muss den Spagat schaffen, natürlich mit seinem Angebot auch die Dorstener Bevölkerung mitzunehmen. Aber ich erwarte hier heute ganz großes Kino, da geht es hier um den Sieg. Da hat einer Angst um seine Punkte, so schaut das aus, ne? Weil die junge Garde könnte eine richtige Gefahr für Jan und sein Team werden. Das denkt nicht nur der Profi. Im Steffen sehe ich so den jungen Wilden, der uns jetzt überzeugen will, auch ihn eigentlich überzeugen will. Und da ist die Chance, dass er stolpert. Bisschen überheblich, Jungs, wieder runterkommen, okay? Wie Mike sollte sich auch die Konkurrenz nicht vom Äußeren der Location täuschen lassen. Von außen würde ich drin eine klassische Bauerngaststätte erwarten. Holzstühle, Holztische, mit Sicherheit irgendwie eine Theke noch. Jupp, jetzt kommt die Überraschung. Also nix wie rein. Man öffne mir die Tür. Gerne. Ihr seid in ein paar Minuten im Nirvana. Ich garantiere das und prophezeie das jetzt. Und natürlich behält der Profi recht. Oh, krass. Wie war das? Bauerngaststätte? Weit gefehlt. Mein erster Eindruck, wo ich hier reingekommen bin, war, boah. Also ich muss ehrlich sagen, so edel hätte ich das nicht erwartet. Das ist richtig geil. Also das ist richtig Style. Richtig modern. Aber es schraubt die Erwartungshaltung immer weiter rauf. Ja, muss man sagen. Ja, das Küken der Runde hat so einiges auf der Pfanne. Hallo. Hallo. Ja, hi. Herzlich willkommen. Hallo. Pia, hallo. Als wir auf Mama und Papa zukamen, war direkt eine Herzlichkeit da, ne? Eine Begrüßung, als wenn man die beiden schon länger kennen würde. Das Paradebeispiel eines Familienunternehmens. Ja, genau. Also das ist ein tolles Kompliment. Hey, ja, Sie an, willkommen. Moin. Hi, na? Hi. Wahnsinn, schön, dass es hier. Sehr cooler schön. Laden. Richtig geil. Ja. Wer hat das Design so gemacht, das Ambiente, den Style? Die Söhne. Wirklich? Söhne. Ja, absolut die Söhne. Ich finde es ganz toll, dass die Eltern von Steffen den Weg so unterstützen und so eine freie Hand lassen, wo die Eltern sagen, mein Gott, was ist das für eine Lampe, was ist das für ein Stuhl und wo in Gottes Namen sind unsere Tischdecken hin? Jetzt musst du liefern, mein Freund. Jetzt musst du liefern. Oh, jetzt stehe ich unter Druck. Absolut. Sucht euch auch ein Plätzchen hier aus, macht es euch gemütlich, fühlt euch wie zu Hause. Machen wir. Vielen Dank. Sehr gerne. Alles klar. Dankeschön. So. Heute ist die Familie dran. Ich zeige den Leuten mal, was ein genialer Familienbetrieb ist und warum Dorsten für seine gute Gastronomie bekannt ist. Startschuss für Runde 4 im Ruhrgebiet. Schon vorm Essen konnte das Maß Timpert alle begeistern. Ich sehe schon, ihr habt ein schönes Plätzchen gefunden. Haben wir, hallo. Ja. Hallo. Ich habe meine Mutter mitgebracht. Sie ist heute für den Service zuständig. Sorgt dafür, dass ihr einen schönen Abend habt. Alle packen gemeinsam mit an. Und ich glaube, so muss das auch in so einem Familienbetrieb sein. Ich habe gar keinen Blick in die Speisekarte geworfen. Deswegen ist es für mich auch spannend. Spannend, aber in erster Linie ungewohnt, oder? So. Jetzt lesen wir von links nach rechts oder rechts nach links? Man muss ein bisschen hin und her springen, weil einmal ist es so linksbündig, die Hauptkomponenten, einmal sind sie rechtsbündig und die Preise jeweils gegengleich gespiegelt. Ja. Also man liest die Karte intensiver als jetzt eine Speisekarte, die so standardmäßig aufgebaut ist. Ja, ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links und ich finde das gut gemacht. Gibt's gar nichts. Stimmt, ist alles drin. Vorspeise, Hauptgang, Dessert, Getränke. Und dann habe ich eine Frage. Ich würde gerne zweierlei vom Hirsch nehmen. Aber gerne mit dem Kartoffelgratin und dem Gurkensalat, wenn es möglich ist. Ja, das ist kein Problem. Ist es so, dass teilweise die Sättigungsbeilagen gar nicht aufgeführt sind? Genau. Okay. Zu jedem Gericht gibt es natürlich eine Sättigungsbeilage. Okay, und was wäre bei dem Hirsch eigentlich dabei gewesen? Bei dem Hirsch sind Laugentaler bei. Ich bleibe bei meiner Umbestellung mit dem Gratin. Mit dem Gratin. Dass die Beilagen nicht mit in der Karte stehen, würde ich vielleicht doch abändern. Das ist mir dann wieder zu modern. Ich finde schon, dass man die Grundeckdaten wissen sollte, was ich da bekomme. Aber man wird nie immer alles draufschreiben können, weil dann ist der Koch ja kreativ völlig eingeschränkt. Attacke. Steffen bläst zum Sturm auf die Vorspeise. Die wollen sich Thorsten und Dirk nicht entgehen lassen. Hi. Oh, hi. Hallo. Aber du musst jetzt der Bruder sein, genau. Sonst rast dich aus. Hi, hallo. Basti. Hi. Basti. Hi, Thorsten. Hallo. Hi, da seid ihr ja. Steffen, was machen wir jetzt? Ich bin für jetzt in dem Fall fürs Fleisch zuständig, Spanferkelbäckchen. Ja. Und der Basti, der kümmert sich um die Beilagen, Schwarzwurzelapfel. Ja, die Jungs, pass mal auf, die kochen uns mal schnell weg, uns Alten. Also ich habe hier schon ein paar Schwarzwurzeln liegen, ne? Also wir machen einmal Püree davon und wir legen welche ein. Wir schneiden die in Scheiben so ein bisschen und dann legen wir die ein wie saure Gurken so in der Art. Also ich habe hier Apfelsaft einmal ganz normalen, dann habe ich hellen Balsamico-Essig, ne? Ja. Dann habe ich hier Salz und Zucker und Senfsaft. Das wird nachher einfach aufgekocht, bisschen ziehen lassen und dann werden die Scheiben danach reingelegt
Und dann werden die vakuumiert und dann werden die im Kombi einfach bei 90 Grad einmal abgeschoben. Wie genau bearbeitest du jetzt die Schwarzwurzel? Also die wasche ich natürlich ordentlich einmal ab, ne, damit so wenig wie möglich Sand dran bleibt. Ne? Und dann schneide ich die mit der Auftrittmaschine. Das hat alles Hand und Fuß, das werden wir auch sehen. Allerdings, denn beim 29-jährigen Jungkoch Sebastian sitzt einfach jeder Handgriff. Und für das Püree, da schäle ich die Schwarzwurzeln aber komplett und dann spitze ich die einfach mit Schalotten ein bisschen an. Dann Schuss Apfelsaft wird aufgeschossen, ein Schuss Sahne drauf, ein bisschen Vanille mit rein und dann wird es geköchelt und nachher einfach püriert. Ne? Das schauen wir uns jetzt nicht mehr an, sondern wir gehen einmal rüber zu den Spanferkelbäckchen. Ich habe ja gesagt, ein bisschen aufwendiges Gericht. Dann schauen wir da einmal weiter, lassen den Basti hier weitermachen. Die Jungs machen das spitze, ne? Die wissen genau, was sie zeigen wollen. Ne, und denken so, pass mal auf, wieder mitkommen hier, nächste Sache. Hier haben wir meinen Arbeitsplatz. Hier haben wir einmal die Spanferkelbäckchen. Heißt einmal Spanferkelbäckchen, weil es ein junges Schwein halt ist, das noch gesäugt wird. Das halt arme Schwein! Jeder weiß das, ne? Ein Spanferkel ist halt kein ausgewachsenes Schwein. Ne? Und solange sich das am Spieß bei ihrem Feuerwehrfest grillt, gibt es halt auch Bäckchen. Und dann bin ich dafür, dass man es auch verarbeitet. Was ist denn jetzt das Besondere? Warum nimmt man so ein Babytier? Also beim Spanferkelbäckchen ist es so, dass es noch nicht ganz durchwachsen ist. Es ist ziemlich zart vom Fleisch. Jetzt, erster Schritt, fangen wir an, die Spanferkelbäckchen schön groß anzubraten. Mhm. Schweinebäckchen kommen im Haushalt so gut wie nie vor. Das Fleisch ist vor allem in der gehobenen Küche beliebt. Wie lange musst du die jetzt anbraten? Das muss schon beibleiben, ne? Ja, ist ein Gefühl. Also ich sag's dir, es ist einfach ein Gefühl, ich schaue es an, ob genug Röster rum dran sind, wie es farblich ist. Wie brate ich richtig an? Könnte bei Google eine der Nummer 1 Fragen sein, weil es einfach so einfach und komisch klingt. Ne? Man muss es anbraten, bis es einfach mal schön versiegelt ist und das Fleisch von allen Seiten ein bisschen Farbe hat. Ich meine, für mich ist ja das Highlight, dass ich hier mit zwei wirklich sehr guten Köchen, die unterstelle ich es, hier ahne ich es schon, in der Küche stehe. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist quasi so, als würdet ihr bei mir bowlen kommen. Weitermachen. Er ist beeindruckt, aber trotzdem nicht leise. Ne? Vielleicht liegt es auch daran, dass der Konkurrenz langsam aber sicher das Wasser im Mund zusammenläuft. So, was kommt jetzt alles noch dazu? Ja, genau. Ich habe hier drüben einmal Schalotten. Ja. Als wer das wüsste, ne? Klar. Mhm. Ja. Schalotten haben ein milderes Aroma als Zwiebeln. Senf. Sag mir bitte kurz, was Dijon-Senf ist. Dijon-Senf ist ein grobkörniger Senf, der aber vom Geschmack her eher feiner ist. Mhm. Also jetzt keine ziemliche krasse Schärfe, sondern eher so ein mittelscharfer. Dijon ist doch Parfüm, ne? Also Dijon. Könntest du den Senf ja auch kosten. Ich glaube, das war irgendwie der Aufregung geschuldet mit dem Dijon. Also eigentlich hat der Senf ja nichts mit dem Designer zu tun. Oder er schmiert sich den Senf am Hals, damit er gut riecht. Ich weiß es nicht. Kann Dijon-Senf. Und geräuchertes Paprikapulver finde ich immer ganz cool dabei. Mache ich nur ganz wenig rein, damit ein leichtes Raucharoma reinkommt. Wie man ihn beobachtet, auch die Geschwindigkeit. Viel Erfahrung, finde ich, für 25. Man merkt jetzt genau, wer hier der Kenner ist. Der Thorsten steht in der Küche. Da lege ich mich jetzt fest. So, also wir sind jetzt hier mit soweit es geht fertig. Das würde ich jetzt nur noch in den Vakuumbeutel packen, es ins Kühlhaus stellen, abkühlen lassen, weil es muss in dieser Marinade noch ein bisschen einziehen. Das Ganze packen wir dann bei 86 Grad circa 6 Stunden ins Wasserbad. Das heißt, von vorne bis hinten ist wie viel Zeit vergangen? 7 Stunden Arbeitszeit. 7 Stunden? Ist das, so circa mit halt Garprozess. Das ist eine Ansage. Sehr schön. Ich habe aber natürlich, weil wir diese 7 Stunden nicht warten wollen, etwas vorbereitet hier. Ja. Hier sind quasi schon die fertigen Bäckchen. Das Ganze so vide gegart, das heißt, das ist ja eine Variante der Niedriggartemperatur. Dadurch wird das Fleisch saftig und schön zart. Die lassen wir jetzt einmal hier drin noch ein bisschen Aromen ziehen. Und wenn die Soße eine schöne Konsistenz hat, können wir das gleich sofort anrichten. Aber ich finde es super, dass ich die Chance habe, hier in so einer modernen, jungen Küche Gast zu sein und wirklich mal zu sehen, was ist en vogue, dass ich einfach auch mal mitreden kann. Weil das ist für mich eine Champions League, die ich hier erlebe. Er ist zwar groß und laut und alles, aber er hat genauso das Rückgrat zu sagen, das ist Champions League, ich weiß genau, wo ich mich hier befinde. Ne? Ringfrei, hier kommen die Vorspeisen.
Dirk löffelt das Kokos-Süßkartoffelsüppchen aus. Das schaut aus, als wenn ich in der Badewanne liegen würde. Nett. Pia mag es traditionell westfälisch mit Himmel und Ät. Thorsten lässt sich die Spanferkelbäckchen mit Schwarzwurzel und Apfel schmecken. Und Garnele im Kadhafi-Teig gibt es für Hendrik. Super Preise übrigens, gell? Das ist alles handwerklich stark gemacht. Ich glaube, ich habe das Gericht gerochen, bevor ich es gesehen habe, weil es so ein tolles Aroma ausgestrahlt hat. Doch Dirk bringt erst einmal etwas ganz anderes zum Strahlen. Leute, eins müsst ihr machen. Butterbrot essen? Ihr müsst dieses Brot essen mit dieser Butter. Wenn du das Brot aus diesem Körbchen nimmst, und dann nimmst du es in die Hand. Und diese Haptik, dieses weiche Innenleben, dieses Wunder Butterzarte. Und dann fasst du außen die Kruste an. Und wenn du sie biegst, dann macht es. Und dann nimmst du diese zarte Streichbutter, die mit Sahne verjüngt wurde, und streichst es über das Brot und nimmst es dann in den Mund. Dann gibt es eine Geschmacksexplosion. Das ist wunderbar. Okay. Kann die Suppe da mithalten? Mein erster View, das ist nämlich die Süßkartoffelsuppe mit Kokos. Schaum obendrauf. Und das hat mich echt fasziniert, weil ich habe reingeguckt und habe echt überlegt, was ich jetzt eigentlich bestellt hatte, weil sie sah nur weiß aus. Und man sieht immer noch den Schaum, der flockt immer noch so vor sich hin. Und guck mal hier, die ist auch richtig schön sämig, viel runter, nicht zu flüssig, nicht zu fest, keine Stücke. Auf jeden Fall ist er verliebt, der Koch, weil sie ist auf jeden Fall grenzwertig. Aber er hat es tatsächlich auch wieder geschafft, dieses zu kompensieren durch süßen Ausgleich. So ein bisschen Curry. Ist wahrscheinlich dran, würde ich tippen. Der Geschmack ist hier perfekt von der Suppe. Gerade auch dieses Zusammenspiel beider Komponenten, die immer noch da sind. Also eine super Zwei-Komponenten-Suppe, die alle Erwartungen erfüllt. Die Suppe ist mal besser als wie am Dienstag. Also wir reden hier von Jan. Der ist heute asiatisch unterwegs. Ich habe mir bestellt die Garnele mit Pak Choi und bin total begeistert. Habe hier ein tolles Farbenspiel bekommen, also wirklich eine schön dunkel gehaltene Schale. Da drin eine knallgelbe Suppe, denkt man im ersten Moment, ist so ein Espuma, so ein Schaum. Darunter war der Pak Choi versteckt. Hier ist er, Fang. Pak Choi. Klingt erstmal etwas exotisch. Schmeckt ähnlich wie Spinat. Wie heißt der Automat? Pakojet. Ja, guck mal, es klingt doch ähnlich. Also wirklich sehr intensiv abgeschmeckt, finde ich total toll. Er ist sehr mutig, passt aber ganz wunderbar zu dem Curry-Schaum. Ich glaube, da ist auch ein bisschen Kokos mit drin. Curry an sich auch eine süßliche Note gibt dem Ganzen. Obendrauf liegen zwei Garnelen, die, man sieht es hier wunderbar, auf den Punkt auch gegart sind. Sind top gegart, ne? Ja. Im Gesamtgebilde ist das eine ganz tolle Geschichte. Da gibt es überhaupt gar nichts, was man da auch nur ansatzweise besser machen könnte. Der Jan ist echt ein geiler Typ, ne? Der hört nicht auf, fair zu sein. Der bewertet das, was er schmeckt. Gefällt mir unglaublich gut. Wie sieht's denn bei Pia aus? Die Dame in der Runde probiert eine echte Spezialität aus Westfalen. So in dieser Art und Weise habe ich das Gericht noch nie gegessen und ich habe schon öfter gegessen. Wir haben hier einmal den ganz, ganz feinen Apfelmus. Der Apfel, der schmeckt also richtig, richtig intensiv. Ja, die ganz fein gehobelten Apfelscheiben waren eher so ein bisschen säuerlich angerichtet, aber mit dem tollen Aroma von diesem gelblichen Apfelmus passte das wunderbar zusammen, weil der war dann wieder so eher zur Süße hin. Ja, die Blutwurst ist rundum, also von allen Seiten gleichbleibend gegart, innen drin noch richtig schön saftig. Für mich ist das Duo vom Apfel mit dem Steckrübenpüree und der lecker gebratenen Blutwurst und die auch noch richtigen saftigen Kern hat, typisch Ruhrpott. Das ist einfach ein echter Klassiker, ne? In der Region. Und so richtig schön aufgepeppt. Ne? Pia geht hier ab. Ne? Die kriegt eine ganz andere Haarfarbe. Ne? Die wird wieder dunkler. Schau das an. Das ist super. Viel Lob von allen Seiten. Nur Steffen hat davon bisher noch nichts mitbekommen. Wie war die Vorspeise? Hat es euch geschmeckt? Alles gut gewesen? Wir hatten ja dieses Spanferkelbäckchen, was ich sehr würzig fand. Wo ich im ersten Eindruck auch gedacht habe, ist ein bisschen wenig Soße so dabei. Als ich die Einzelkomponenten erstmal probiert habe, habe ich mir gedacht, mutig abgeschmeckt. Ne?
Wenn man aber diese ganzen Komponenten dann einfach gemeinsam oder zusammen gegessen hat, dann war es einfach wirklich super. Mir fällt nichts ein, was ich an der Vorspeise anders machen würde. Wenn das jetzt mal nicht ein Kompliment ist, dann kriege ich sogar hier auf dem Hocker schon eine Gänsehaut, ne? Und das von so einem alten Hasen, das macht mich wirklich glücklich. Im Maas Timpert steht der Hauptgang auf dem Programm. Mit dabei Hendrik und Pia. Steffen, womit fangen wir heute eigentlich an? Ja, genau. Also im Hauptgang gibt es ja für jemand von euch die Maispolade mit Kürbis und Apfel. Mhm. Ich habe da drüben schon mal Kürbiskerne aufgestellt. Die Kürbiskerne brauche ich für die Panade. Die lasse ich jetzt schön anrösten, damit die Öle noch mal rausgehen, Geschmack intensiver wird. Kürbiskerne sind nicht nur lecker, sondern auch reich an Vitaminen und Proteinen. Hier habe ich schon mal etwas vorbereitet für die Panade, für den Crunch, Kürbiscrunch. Und das ist zwar Panko-Mehl. Panko ist ein bisschen knuspriger, dieses japanische Brösel, sage ich jetzt mal, Maispoulade. Pouladen sind schwere Hühner mit einem Verkaufsgewicht von über 1200 Gramm. Hier haben wir unsere schöne Maispoulade. Ist sehr fein, ist ein sehr zartes Fleisch, wenn man es wirklich richtig zubereitet. Und die gelbliche Farbe bekommt die Maispoulade ja dadurch, dass sie ausschließlich mit Mais gefüttert wird und nicht irgendwie andere Stoffe in dem Futter verwendet werden. Drum ist dann irgendwann das, was ins Huhn reingeht, kommt ja auch wieder raus sozusagen. Ist das deutsches Fleisch oder? Auf der Speisekarte ist es über die Flüsse hinaus. Hier probieren wir auch, beziehungsweise arbeiten wir auch mit internationalen Produkten. Und deshalb ist es aus Frankreich. Frankreich ist natürlich auch bekannt für sein gutes Geflügel. Ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Und manches Mal steht dann Qualität über Regionalität. Wir haben jetzt hier Poulade so fertig. Die muss jetzt quasi nur noch vakuumiert werden. Ja. Und dann kommt die ab in Sous Vide, damit ich die da vorgare. Das heißt Gewürze, Kräuter etc. kommt alles später. Ja, genau, richtig. Aber Steffen will keine Zeit verlieren. Hier habe ich jetzt die Maispoulade vorbereitet. Die braucht so circa eine halbe Stunde im Sous Vide Becken. Die Jungs arbeiten sehr viel im Sous Vide Bereich. Kannst halt sehr viel vorbereiten, sehr frisch vakuumieren. Jetzt habe ich Ei, Vollei hier. Das werde ich einmal kurz würzen. Normal Salz. Pfeffer, mehr mache ich da nicht dran. Ob man das Fleisch direkt würzt oder ob man das aufgeschlagene Ei salzt und pfeffert, das ist letztendlich Geschmackssache, das hat jeder, wie er es gelernt hat. Ich habe das Ei noch nie gewürzt, übrigens. Scheint leicht von der Hand zu gehen, quasi im Handumdrehen. Genau, so finde ich es optimal. Wie man sieht, sieht man nichts mehr von der Poulade. Ja. Ich würde es jetzt dann in die Fritte hauen, da ausbacken und ja. Dann wäre es fertig. Das schaut mal schön aus, hä? Absolut. Und wenn es gleich auch noch schön schmeckt. Mh. In Dorsten ist es mittlerweile dunkel. Zeit, dass unsere Runde sich auf den Hauptgang stürzt. Ich habe nur ein bisschen Süße für dich, falls du noch ein bisschen mehr Süßen zu deiner Rollade möchtest. Ja, falls du noch ein bisschen mehr möchtest. Gut. Direkt umgesetzt. Die Rindsroulade mit Petersilien, Spitzkohl und ordentlich Soße bekommt Hendrik. Thorsten hat sich den Steinbutt mit Rahmkohlrabi und Schnittlauch geangelt. Auf Pia wartet zweierlei vom Hirsch mit geröstetem Sellerie und Portweinbirnen. Und die Poulade im Kürbiscrunch mit Hokkaido und Apfel ist auf Dirks Teller gelandet. Eine der besten Küchen für mich in den letzten Monaten, die den Spagat zwischen weißt du, gut bürgerliche Küche mit einem unglaublichen Hang zur Sternegastronomie. Ich sag mal so. Kunstwerk wäre noch untertrieben. Ja. Ne? Schön. Ja. Träumchen. Ich habe den klassischen Teller, der ist bei der Vorspeise aufgefallen. Ihr habt klassische Vorspeisen. Ich habe den klassischen Teller, klassischen Hauptgang. Okay. Ich glaube, der nimmt nicht einfach den Teller, der ihm gerade entgegenfliegt, sondern der macht sich da Gedanken. Da ist schon jemand beeindruckt. Rein optisch alles einwandfrei, aber auch geschmacklich. Also ich hatte mir bestellt den Steinbutt mit Rahmkohlrabi. Dazu kam dann ein Kartoffelpüree. Also man sieht, sehr, sehr schönes Kartoffelpüree. Ich denke mal, es würde auch durch ein Sieb gestrichen haben. Keine Stücke mehr. Also für mich sehr, sehr, sehr stimmig. Wenn man sich die Dicke des Filets vom Steinbutt anguckt, dann weiß man auch, dass es mit Sicherheit ein größerer Steinbutt ist. Wahrscheinlich eine Wildware. Ganz toller Fisch. Schmeckt mir sehr, sehr gut. Der Steinbutt ist perfekt gebraten, außen knusprig, schön angebraten, innen noch glasig.
ganz schönes, festes, weißes Fleisch. Vom Geschmack her finde ich den eher neutral. Der Rahmkohlrabi ist, trotz dass er so fein gewürfelt ist, hat er richtig Biss noch. Also für mich perfekt gegart. Besser geht's nicht. Wie sieht's bei Hendrik aus? Das ist eine ganz, ganz tolle Roulade, auf die ich mich schon den ganzen Abend gefreut habe, wie ein Schnitzel. Das sind die Cornichons drin, er hat hier noch ein Möhrchen drin, er hat ein Fleischbrät mit eingearbeitet. Ist wunderbar abgeschmeckt, immer noch sehr saftig. Dazu haben wir hier diesen Spitzkohl. Auch hier wieder sehr viel Mut zur Würze. Du hast die Petersilienblätter sofort rausgeschmeckt aus dem Spitzkohl. Da gehen sie immer an die Grenze. Was den Geschmack angeht, finde ich total mutig und total gut. Ja, und eben auch dann noch passend. Ne? Also es ist, als wenn du in die Kurve mit 140 gehst und das perfekt beherrschst, mit der Handbremse anzuziehen und diesen Slice in der Kurve hinzubekommen. Wenn du es alles zusammen mit der Roulade gemeinsam hast, ist es ein top abgeschmecktes Gericht. Dazu gab es dann noch extra Apanen-Sauciere mit jeder Menge von der hochwertigen Jus, den es gar nicht gebraucht hätte, weil es war so schon so saftig. Es gibt keine Diskussion um die Soße. Darum geht's. Tolle Beilagen, modern interpretiert. Würde ich jederzeit wieder bestellen. Ich bin zufrieden, glücklich und freue mich, wenn ich es aufessen darf. Bombe. Bombe. Zwei am Tisch schwärmen in den höchsten Tönen. Stimmt Dirk damit ein? Ich habe dir die Poularde im Kürbismantel. Und da hast du beim Anschneiden des Hähnchenfleisches wirklich die Saftigkeit gesehen. Komplett durch, aber trotzdem richtig feucht. Und das war ja toll. Und dann habe ich reingebissen, habe noch ein bisschen was mit dem Kürbiscrunch mitgenommen. Und dann war es einfach eine absolute Geschmacksexplosion. Wirklich fantastisch. Die haben einfach eine richtige Koch-DNA, ne? Das Ganze abgerundet durch Kürbispüree. Wunderbar gewürzt und dann diese Kürbiswürfel hier, auch dann einerseits von einer unterschiedlichen Konsistenz. Hier ist richtig Wumms hinter, aber hier ist eine ganz dezente Note und ganz dezent mit richtig Wumms. Verstehst du, ist wieder neutral. Es hebt sich auf. Wahnsinn. Der Junge hat ein Händchen, es ist eine glatte 10, Ende der Durchsage. Schwer begeistert bin ich hier. Das kann man einfach nicht anders sagen. Was soll ich machen? Nix, Mike. Erstmal sind die anderen dran. Brüder, wie waren die Aufgänge? Wir wissen ja noch gar nicht, wie es Pia geschmeckt hat. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Super, super leckeres Essen. Eine einzige Frage habe ich noch. Der Viererschnitt. Was ist das vom Hirsch? Viererschnitt, darunter versteht man die Oberschale, die Unterschale, die Keule und die Kugel des Hirsches. Ja, die Nuss, auch Kugel oder Blume genannt, ist auch ein Teil aus der Keule. Und dann war ein Teig noch da drum, ne? Ja, richtig, genau. Also ich habe es klassisch paniert. Ist jetzt, sag ich mal, nichts Besonderes dran gewesen. Das Besondere ist einfach, diese vier Komponenten zu schmoren, muss man halt alle, weil es unterschiedliche Größen und Dicken hat, unterschiedlich schmoren. Natürlich verschiedene Garzeiten werden dann, sag ich mal, im kalten Zustand in Würfel geschnitten. Das wird dann alles paniert und friert und dann noch einmal ausgebacken. Von der Resteverwertung, die kriegen ganze Teile, ja? Ist ja sehr oberclever. Ja, eine kleine Anmerkung habe ich noch. In der Karte habe ich keine Sättigungsbeilage gesehen und habe mir dann dummerweise noch einen Kartoffelgratin bestellt und einen Gurkensalat. Aber damit war ich wirklich überfordert. Vielleicht sollte man doch was dabei schreiben, dass diese leckeren Laugentaler noch dazugehören. Ich glaube doch, dass darüber gesprochen worden ist. Ich würde gerne zweierlei vom Hirsch nehmen, aber gerne mit dem Kartoffelgratin und dem Gurkensalat, wenn es möglich ist. Okay. Zu jedem Gericht gibt es natürlich eine Sättigungsbeilage. Ich bleib bei meiner Umbestellung. Automatisch ist Pia, glaube ich, davon ausgegangen, dass, wenn sie das Gratin bestellt, wird das andere abbestellt. Ich glaube, das ist in der Kommunikation irgendwie untergegangen und man muss keinem die Schuld zuweisen, oder? Ich meine, der erste Küken in der Runde, der hat sich garantiert so einen Druck gemacht heute. Und wenn er dann von vier Kollegen so ein astronomisch gutes Feedback bekommt, da kann er nur gerührt sein. Ja, ja, Mann, geil, Junge. Sauber. Geil, Das sind Brüder, die sich lieben, die es gelernt haben, miteinander zu arbeiten, die das vorgelebt bekommen haben in ihrer Familie. Das ist schon eine Erfolgsgeschichte, so ein bisschen jetzt schon. Fehlt noch das Dessert. Darauf freuen sich besonders Dirk und Thorsten. Ja, wir sollen den Apfel abschneiden, oder? Genau. Wir machen einen Apfelkerbelsorbet und einen weißen Schokoladenschaum. Dafür habe ich hier einen Apfelbouillon, also Apfelpüree einfach, ne? Da holen wir fertiges, ne? Ich wollte gerade sagen. Genau. Das wird aber überall benutzt am meisten. Also ist einfach
Top-Qualität auch, ne? Beuron. Aber ist das jetzt kompliziert, aus dem Apfelstück ein Püree zu machen? Ich meine, das wäre doch jetzt kompliziert nicht, aber das ist wirklich, die Pürees werden echt überall benutzt, das ist auch Theke halt, ne? Aber das ist wirklich nichts dran, das ist reiner Apfel halt, ne? Ja. Halt tiefgekühlt und mit intensivem Fruchtgeschmack. Wir geben dann noch frische Äpfel mit rein, damit ein bisschen noch mehr Frische und Säure. Ich benutze immer gerne Granny Smith Äpfel. Eine Sorte mit viel Säure. Gefrorene Limettenblätter habe ich hier. Und dann habe ich hier schon Läuterzucker vorbereitet. Also wo der Begriff Läuterzucker herkommt, kann ich dir auch nicht sagen. Aber Mike. Es ist quasi ein geklärter Zucker, ne? So muss man sich das vorstellen. Es ist immer ein Teil Wasser, ein Teil Zucker. Das Ganze kocht man dann auf. Verunreinigungen lösen sich in dem auf, ja, und das wird gefiltert. Und es ist nichts anderes wie ein Zuckersirup. Ja, aber machst du jetzt so den Läuterzucker nach Gefühl da dran oder hast du es vorher abgewogen? Das hatte ich jetzt vorher abgewogen gehabt, ne? Weil in der Patisserie, klar, also kochen ist immer was eines, ne? Da kannst du ein bisschen Freestyle machen oder so, ein bisschen nach Gefühl alles, aber in der Patisserie musst du schon manchmal auf Rezepte drauf achten oder so, ne? Gerade so, wenn du was backst, Kuchen oder Biscuits oder so, wenn du da mal ein bisschen dich verhaust mit Mehl oder so, dann geht das meist in die Hose halt. Aber Sebastian, eine Frage habe ich nochmal. Ja. Warum hast du dich so auf Dessert spezialisiert? Ist das... Ja, also ich habe ja Kochausbildung als erstes gemacht gehabt und da bin ich dann in eine Schiene so reingerutscht. Dessert halt war lieber meins, hat mir mehr Spaß gemacht, konnte ich besser irgendwie, ne? Und dann habe ich danach noch eine Konditorlehre hinterhergehangen, weil das ganz praktisch ist. Denn beim Kochen halt hast du eine zweite Lehre, Konditor. Und dann bin ich danach wieder zurück in meinen Lehrbetrieb und habe da als Patissier halt einfach gearbeitet. Da habe ich ausgetobt, ne, aus Kreativ. Da hatte ich so freien Lauf halt, konnte mich echt ausüben. Das war schön da, deswegen. Also, dass der Basti gelernter Koch und dazu noch gelernter Konditor ist, ist natürlich die optimale Kombination. Jetzt kommt uns auch noch ein Dessert um die Ohren geflogen, wo du sagst, oh mein Goodness. Okay? Abwarten. Aber ganz ehrlich, es sieht stark danach aus. Fehlt das in Paco-Jet-Becher ein? Also dieser Paco-Jet-Becher ist eine mega Erfindung. Wir in der Küche lieben es. Und so bist du einfach in der Lage, zum Beispiel wie hier in diesem Fall, ein Sorbet, ein Eis, diverse Sachen einzufrieren und auch schichtweise abzuschaben. 600 ml Milch, 300 ml Sahne. Die kochen wir jetzt mit Vanille auf. Vanille gehört übrigens zu den teuersten Gewürzen der Welt. So, dann habe ich hier schon mal die weiße Schokolade und die Gelatine. Gelatine ist geschmacksneutral. Gewonnen wird sie hauptsächlich aus der Haut sowie den Knochen von Schwein und Rind. Das lasse ich natürlich jetzt ein paar Stunden abkühlen, ne? Damit die Gelatine sich fest wird und die Schokolade fest wird. Und natürlich habe ich da was vorbereitet. Wie Steffen will auch Bruder Sebastian keine Zeit verlieren. Liegt wohl in der Familie. Er macht da dann so ein kleines weißes Schokoschaum, ne? Schau, schau, schau. Wie schön. Und hoffentlich ein gelungener Abschluss eines schönen Abends. Das Dessert. Eine klassische Herrencreme erwartet Dirk. Thorsten interessiert sich für Schokoladentarte mit Maracuja und Kokossorbet. Pia lässt sich Omas Karamellcreme mit körnigem Mandarineneis auf der Zunge zergehen. Und für Hendrik ist das Apfelkerbelsorbet mit weißem Schokoladenschaum. Also wenn das jetzt so schmeckt, wie es ausschaut, dann sind wir einfach sind wir kurz vor Petrus Himmelstor und klopfen an, ne? Weil es einfach so geil ist. Ne? Sieht die Runde das genau so oder schmeckt die Nachspeise alles andere als himmlisch? Ich habe mir die Schokoladentarte schon so erwartet, ne? Mit unten dem Mürbteig und da oben die Schokoladenganache. Man kann eigentlich Füllung damit machen und so Glasuren, Überzüge. Für mich der absolute grandiose Kick ist auf diesem wirklich cremigen, perfekten Sorbet dieses etwas festere Granité mit diesem Maracuja-Kern. Und wenn du da drauf beißt, dann hast du noch mal so einen frischen Kick im Mund einfach, ne? Weil die im Mund aufgeht. Also das Einzige, was mich an der Nachspeise gestört hat, ist, war einfach zu wenig auf dem Teller. Das ist die geilste Kritik, die man bekommen kann. Sehr schön. Was sagt Tischnachbar Dirk zu seinem Dessert? Herrencreme, klassisch. Habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe es hier vorgefunden in einer weißen Schokolade, die deutlich mit Rum getränkt ist, was super lecker schmeckt. Und dann die Schokostückchen, die auch noch
so weiß angelassen sind, was auch die, auf die Hochwertigkeit schließen lässt. Hat eine super Konsistenz im Mund, lässt richtig schön nach, fließt runter und stehen in einer super Komposition mit, der, mit dem Rum, mit der Herrencreme, also mit der Creme und den Schokoladenstückchen. Dein Dessert zu meinem Dessert hatten wir bei dir Oma-Style, ja. Bei mir Weltklasse-Niveau. Weltklasse. Dann ist alles gesagt. Gilt das auch für Pias Nachtisch? Der Name klingt nicht so international. Ja, ich als werdende Oma habe mir auch Omas Karamellcreme bestellt. Schmeckt sehr intensiv nach Karamell. Und die Sahne ist nur als Haube oben drauf gesetzt, was das Ganze noch verfeinert. Es sind so Puffreisstückchen mit bei, sodass das noch mal so ein ganz besonderes Knistern im Mund ergibt. Wie ist das? Omas Karamellcreme? Dann ist das für uns alle schon hyper innovativ. Ne? Ja. Ich will mal wissen, wenn der schreibt Innovationsdessert, was ja, dann hier auf dem Tisch serviert wird. Er ist ein Tiefstapler vor dem Herrn. Ja, das will ich aber auch sagen. Gut gelaufen, richtig gut gelaufen. Da hagelt es Punkte. Da hagelt es Punkte. Vorspeise und Hauptgang waren top. Das Dessert setzt dem Ganzen die Krone auf. Ja. Also, das Brot des Künstlers ist der Applaus. Und wir haben hier eine ganz hohe Kunst vorgefunden. Das war, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, das war irgendwie Oberaffentittengeil. Selbst ein Koch kann das nicht beschreiben, wenn er nicht in der Patisserie arbeitet. Es war ein bis zur Perfektion durchgedachtes Dessert in meinen Augen. Apfelkerbel-Sorbet. Und ich habe es mal so interpretiert, dass da diese Baiserstäbe mit drunter gesteckt waren, damit das nicht direkt durchsuppt. Alles selbst gemacht, oben der Kerbel drauf, dieser weiße Schokoladenschaum. Dann noch irgendwelche crunchigen Schoko-Elemente aus der weißen Schokolade. Und das war nicht nur unglaublich schön, also man hat sich gar nicht getraut, es anzustechen, ja. sondern es hat geschmeckt. Der überschlägt sich fast in der Stimme, der Jan. Echt Hammer. Vielen, vielen Dank, dass ich essen durfte. Ich danke dir für die tolle Kritik. Von mir nur ein Feedback, Jungs, weiter so. Ja, sehr schön. Die Gerichte an Tag 4 waren für alle ein Traum. Hoffentlich gibt es jetzt kein böses Erwachen. Darf euch die? Vielen Dank. Rechnung. Dankeschön. Gesamtrechnungsbetrag 250,50. 170 Euro fürs Essen, 79 Euro für die Getränke. Fazit? Wir bleiben sitzen. Das ist ein Einsteigermodell. Ich denke, über 3 Jahre lang kann er den Preis nicht halten. Er wird ansteigen, er wird eine Marke werden in Dorsten. Und das hat er verdient. Also zu hochwertige Komponenten, also wirklich teuer im Einkauf, dafür einfach zu günstig. Und jetzt bitte nicht wieder schreien, ah, der Typ da. Das ist nur für die Oberschicht, das stimmt nicht. Das sind Materialien, die kann man so günstig nicht weiterverkaufen. Die Bewertungen bitte. Ich gebe dem Steffen und dem Basti heute wohlverdiente 9 Punkte. 10 Punkte. 10 Punkte. Weil ich ziehe einen ganz großen Hut vor Jungtalenten. Und das ist mir echt eine glatte 10 wert. Punkt. Wow, 3-mal die höchste Punktzahl, 10 und einmal 9 Punkte. Macht satte 39 fürs Restaurant Maas Timpert in Dorsten. Und morgen großes Finale in Bottrop. Im Bahnhof Nord sorgt Thorsten für heiße Pötte. Cool. Ob die anderen das auch so sehen? Was wirklich nicht so gut war, waren die Gambas. Die waren nicht heiß. Das ist dann ein bisschen ärgerlich auf dem Niveau. Der letzte Tag unserer Ruhrpott-Challenge.